Oh ja, nee. Los, gönn dir alles! Yeah! Perfect. Alright, ich schau mal kurz aus, damit ihr mich wieder besser versteht. Ja, ihr kennt das doch schon. Ich sitze auf irgendwelchen motorisierten. Wie nennt man das? Auf irgendwelchen motorisierten. Fahrzeugen. Genau. Ich sitze auf irgendwelchen motorisierten Fahrzeugen und mach so die Anmoderation, weil es macht mir einfach Bock, Leute. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt auf dem Motorrad und nicht auf dem Roller sitze, hat einen einfachen Grund, Leute. Mein Vater hat seit längerem schon eine Maschine. Ihr könnt auch sehen, hier eine schöne BMW R1150 GS. Die geht auf jeden Fall gut ab, die Maschine. Und Leute, ich habe mich gerade drauf gesetzt, um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Denn Leute, ihr werdet in ein paar Monaten sehen, wenn es wieder besseres Wetter wird. Leute, ich werde einen Motorradführerschein machen. Ich habe vor, einen Motorradführerschein zu machen. Ich habe da richtig Bock drauf. Der Roller vom Ben ist ganz cool so, aber nichts mehr für mich. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich brauche etwas Größeres und deswegen werde ich wahrscheinlich Motorradführerschein machen. Leute, wenn ihr darauf Bock habt, dass ich euch da mitnehme und dass ihr alles seht, wie ich mir den Motorradführerschein mache, was auch immer, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Dann sorge ich dafür, dass ich da auf jeden Fall Videos drehen kann. Dann seid ihr natürlich live dabei, wie ich meinen Motorradführerschein mache und wie ich das erste Mal in meinem Leben auch richtig mit dem Motorrad fahre. Nicht nur draußen sitze, sondern auch fahre. Ja, Leute, schreibt es in die Kommentare. Jetzt mal ein anderes Thema, Leute, denn ich stehe mal auf. Ich mache hier mal ganz kurz den Ständer runter hier. So. Denn, Leute, heute ist wie immer eine Challenge dran. Oder wie meistens zumindest. Wir werden heute einen Tag lang Nein sagen. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Benno, komm mal her. Mashallah, Habibu. Mein Bruder ist wie immer auch dabei. Leute, irgendwer muss ja auch die Cam halten. Sebastian ist wie meistens auch am Start. Was geht ab, Brudi? Was geht ab? Hast du Bock auf die Challenge? Mal. Warte. Nein, ich will das sagen! Du weißt doch eigentlich, was ich sagen will. Doch, Kameramann auf jeden Fall. Nein. Was drehen wir denn überhaupt heute? Ich hab's doch eben gerade gesagt, was wir drehen. Ich hab nicht zugehört. Ach, du hältst einfach die Cam und hörst mir nicht zu dabei. Ey, danke, Bruder, hau rein. Wir fahren jetzt auf jeden Fall in die City. Und beziehungsweise zu Rewe müssen ein paar Sachen erledigen. Und ihr kommt natürlich wie immer mit. Ihr seid bei der Challenge mit dabei. Und ihr wisst es doch auch, irgendwas wird da auch passieren. Was auch immer, wir werden es sehen. Let's go. Leute, wir sind auf jeden Fall bei Rewe angekommen. Ihr könnt es da hinten sehen. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen kaufen. Ich habe direkt eine Aufgabe für... lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja, ich nehme mal meinen kleinen Bruder Benno. Ich habe direkt eine Aufgabe für Benno. Ey, Benno, du hast ja eben gerade schon auf das Kameramann-Outfit hingewiesen, ne? Ja. Was fehlt denn noch bei uns jetzt im Video? Energy. Ja, richtig. Energy, Benno. Du hast doch sicherlich nichts dagegen, mir jetzt ein Energy zu kaufen, oder? Nö, habe ich nicht. Sehr gut. Leute, wir haben auch noch Fans von mir getroffen. Was geht ab? Alles gut bei dir? Ja. Wie heißt du? Giuliano, was geht? Giuliano, ich muss heute einen Tag lang Nein sagen. Hast du irgendeine Aufgabe, die ich machen könnte für dich? Wenn du Bock hast, dann kannst du mir ja vielleicht meine Pizza holen. Nein. Okay, pass auf, Giuliano, ich gebe dir einen Tipp, okay? Mhm. Sag mal, hast du nichts dagegen, mir eine Pizza zu kaufen? Sag das mal. Hast du nichts dagegen, mir eine Pizza zu kaufen? Nein, habe ich nicht, natürlich nicht. Mache ich gerne. Was für eine Pizza? Ja, Thunfisch. Nein. Hast du nichts dagegen, mir eine Thunfischpizza zu holen? Nein, habe ich nicht. Kaufe ich ihm mal eine Pizza und Benno kauft mir dafür mein Energy, weil ich habe Durst. Lego. Leute, guckt euch das mal an. Alles rappelvoll. Und hier ist auch die Pizza für den Fan. Leute, mir fällt gerade auf, eigentlich war es echt dumm, denen den Tipp zu geben, weil, sonst hätte ich ihm keine Pizza kaufen müssen. Aber egal, ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, die Pizza wird ihm schmecken. Erstmal das neue Video im Supermarkt gönnen. Nice. So, da hinten sitzt der Kleine, lässt es sich gut gehen. So, hast du Hunger? Sehr gut, sehr gut. Danke. Kein Ding. Guten Appetit. Lass es dir zu Hause schmecken. Ja. Ben hat mir den Energy auch mitgebracht. Du meinst mir. Bitte jetzt mir. Wie? Kann ich den jetzt bitte haben? Jetzt mal ernsthaft? Digga, du hast den aber für mich gekauft. Nein. Ey. Ja, ich hab ihn, ne? Ja, egal. Weißt du was? Dann trink du ihn. Mann, guten Durst. A few moments later. So, Sebastian, du hast doch sicherlich nichts dagegen, jetzt mal einfach mit mir mitzukommen, oder? Nee. Sehr gut. Dann steigen wir mal aus. Komm mal mit. Leute, ich habe nämlich nochmal einen kurzen Zwischenstopp auf dem Weg nach Hause eingelegt, denn mir ist noch was Gutes eingefallen. So, Sebastian, Bruder. Und jetzt hast du doch sicherlich auch nichts dagegen, dich mal hier drauf zu stellen, oder? Nein. Okay, dann stell dich mal dahin. Und jetzt hast du auch sicherlich nichts dagegen, noch kurz auf mich zu warten, oder? Nein. Ich gebe dir jetzt einen kleinen Tipp, Sebastian. Ich komme von da oben. Oh nee, ey, ich werde locker so umgehauen von dir. Nein, wie kommst du denn da rauf? Nein. So, gehen wir mal hoch, Leute. Bah, Leute, guckt euch mal die Rutsche an. Karma. Aber Sebastian, weißt du was? Das ist mir egal. Ben, du hast doch sicherlich nichts dagegen, kurz die Kamera zu nehmen, oder? Nein. Hier, nimm. Oh, Alter. Übertreib Nein.
Bruder! Was ist hier passiert? Junge, du wurdest so weggesetzt. So umgehauen. Peter kennt keine Gnade. Ja, warte mal. Ich musste auch Opfer tragen. Oh. Mashallah, Junge. Ey, Ben, du filmst doch gar nicht. Oh, Mann. Aber sieht lecker aus, oder? Also, wenn ihr wollt, schreibt Peter auf Insta an. Das könnt ihr so oder so machen bei dem schicken Arsch. Oder so. Ben, kurze Frage. Ja? Warum? Nee, das heißt nicht ja. Das heißt nein. Nein. Warum machst du die Schaukel sauber? Ja, ich wollte noch in der Schaukel und dich fragen, du hast doch sicherlich nichts dagegen, mir Anschluss zu geben, oder? Nein, natürlich nicht. Ja, dann setz dich drauf. Los geht's. Diesmal stehe ich zum Glück hinter der Schaukel und nicht vor der Schaukel wie in der letzten Szene. Oh mein Gott. War nicht so geil, da ist hinter der Schaukel stehen auf jeden Fall besser. So, dann geben wir Ben mal ein bisschen Anschwung, ne? Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Ganz viel. Ja, das kommt noch. Alles gut, Mann. Chill. Du willst doch auch nicht runterfliegen, oder? Ben, willst du runterfliegen? Digga, du drückst mich runter. Du musst von hinten anschieben. Ach, geh mal. Ich bin ein kleines Kind. Hast du was dagegen, noch schneller zu werden? Hast du was dagegen, noch schneller zu werden? Ey, ich muss runter. Alter. Alter. Ist der cool! Und am Ende wundern sich alle in den Kommentaren, warum Ben 15 ist und keine 12. So Leute, ihr könnt sehen, ich habe hier eine 1,5 Liter Flasche Energy. Und Leute, jetzt seid einfach mal gespannt, was ich damit vorhabe, denn ich glaube, mein Vorhaben ist eine gute Idee. Die beiden chillen gerade unten in meinem Zimmer. Na ihr beiden, wie ist es so auf meinem Sofa zu chillen? Lässt es sich leben so? Elf, ist okay. Geht mit. Ey, schickes Handy, Ben. Danke, Peter. Warum hast du so ein Handy? Weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, da hat irgendeine Person mal hingeschaut, aber ich weiß gerade nicht genau, wer. Hä, was? Ich weiß auch nicht, was du meinst. Hä? Eins. Und runter. Nein! Leute, für die, die sich fragen, wie es dem Handy geht, nicht gut. Leute, das Handy geht nicht mehr an. Ben kann es nicht mehr anmachen, Ben kann es nicht mehr ausmachen. Also der Bildschirm ist komplett schwarz, es vibriert nicht mehr, es funktioniert gar nichts mehr. Ist natürlich nicht so gut, aber falls ihr denkt, ich lasse meinen Bruder jetzt irgendwie im Stich oder so, nein, keine Angst. Ich schicke das Handy auf jeden Fall zur Reparatur. Ich hoffe, dass die Reparatur was machen kann. Und wenn nicht, Leute, dann muss ich mir halt was einfallen lassen. Zur Not kriegt Ben halt ein neues Handy, ne? Geht dann nicht anders. So, ihr beiden, weshalb ich aber eigentlich hierher gekommen bin. Ihr kennt es doch schon. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Nice. Sebastian ist weg. So, Ben, pass auf. Ich habe hier eine 1,5 Liter Flasche Energy. Du hast doch sicherlich nichts dagegen, die innerhalb von 20 Minuten auszutrinken, oder? Nein. So, dann guten Durst. Trink mal schön, ich gebe dir 20 Minuten Zeit. Was ist das für Energy? Boah, keine Ahnung, Bullet oder so heißt der. So ein Billigding auf jeden Fall. Für dich nur das Beste. Ah! Ja, Leute, ich lass Ben mal trinken. Wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Eine Ewigkeit später. So, Ben. Leute, ihr könnt sehen, es ist der letzte Schluck noch drin. Bruder, das war so viel, Mann. Ich hab gar keinen Bock mehr, Alter. Ich hab so Bauchschmerzen. Ja, los, jetzt den letzten Schluck, den kannst du auch noch durchziehen. Das wollen die Leute auch noch sehen. Gerne du. Ja, jetzt will ich auch durchziehen. Und Ben, weißt du, was das Geile ist? Und die eigentliche Aufgabe, die kommt jetzt erst. Wie? Weil, Ben, du hast doch sicherlich nichts dagegen. Einfach immer, wenn du jetzt auf Toilette musst, weil du hast gerade 1,5 Liter getrunken. Nein, doch. Da musst du ja wahrscheinlich bald auch auf Toilette. Du hast doch sicherlich nichts dagegen, mich einfach immer zu fragen, ob du auf Toilette darfst, oder? Ey, Digga, sagst eh nie. Du sagst immer Nein, Sally. Wie kommst du denn darauf? Ist ja nur einen Tag lang Nein sagen. Ja! Hey, Freddy ist auch am Start. Was geht ab, Kleiner? Schön gewaschen. Alles gut bei dir, Süßer? Du willst auch mitspielen, Nein sagen? Du hast direkt auch eine Aufgabe für mich. Okay, sag mal. Alter, was? Nein, Freddy, ich hab nichts dagegen. Alles gut. Freddy, du willst, dass ich das wirklich mache? Das ist einen Tag lang Nein sagen und nicht Ja sagen. Ja, okay, ich mach einfach. Ist schon in Ordnung. So, Freddy, reicht dir das? Soon after. Ben, was hast du gefragt? Darf ich auf die Toilette? Nein. 3 weeks later. Darf ich jetzt auf Toilette? Nein. 6 months later. Darf ich auf Toilette? Nein. Darf ich einen Film gucken? Nein. Hast du nichts dagegen, dass ich einen Film gucken darf? Nein. Okay, danke schön. Ich überlege gerade, so dumm von mir, ich hätte dir einfach fragen können, von wegen, hast du nichts dagegen, mich auf Toilette zu lassen? Wie meinst du das? Peter, hast du nichts dagegen,
mich auf Toilette zu lassen. Nein, da merkt man mal, wie langweilig einem in der Quarantäne werden kann. Ben fährt nämlich seit 2 Tagen immer mit diesem Roller in unserem Haus rum. 75 years later. Peter? Ja? Ich habe ein lustiges Video gesehen und ich wollte fragen, ob du das... Nein, wann hast du das Video gesehen? Eben gerade, als du die ganze Zeit gechillt hast und deine 1,5 Liter Energy getrunken hast oder was? Ja. Ja, okay, erzähl weiter. Und hast du Lust, das nachzumachen? Ich weiß ja noch gar nicht, was das ist. Ich erkläre es dir gleich, aber erstmal bereite ich alles vor. Okay, dann mach mal. Und nein, ich habe natürlich nichts dagegen, das nachzumachen. Okay, ein Wasserbehälter schon mal, der voll gefüllt wird. Was hast du jetzt damit vor? Meine Vorbereitung dauert nochmal noch eine Stunde. Bitte gehen Sie raus. Eine Stunde? Okay, Ben, dann hau ich jetzt rein, ne? Ja. Bis dann, ciao. Und kommst du wieder rein? Ja, das war jetzt aber noch nicht eine Stunde. Doch, das war eine Stunde. Das dauert Sie hier. Ja, okay, gut. Why the fuck you lying? Ja, ich würde sagen, wir sehen hier den schönen Wasserbehälter mit richtig viel Wasser. Und hast du Lust, den mal innerhalb 30 Sekunden auszutrinken? Und zwar ohne Hände? Hast du was dagegen? Nein, natürlich nicht. Ich weiß noch nicht, wie das ohne Hände funktionieren soll, aber gut. Pass auf, Peter, ich zeig dir, wie es geht. Peter, du hast doch sicher nichts dagegen, mit mir rauszugehen, oder? Nein, natürlich nicht. Nice. Bruder, was hat der vor? Der stellt jetzt hier eine Bank in meinen Garten? Jetzt packt er da noch den Wasserkrug drauf? Ja, weißt du was? Ich hoffe einfach nur, dass du nass wirst. Wenn du mir so gönnst, Digga, dann mache ich gleich die gleiche Aktion bei dir, sag ich dir so, wie es ist. Ja, da weißt du nicht, was du sagen sollst, ne? Hast du was dagegen, dich auf den Boden zu legen? Erstmal? Auf dem Rücken oder auf dem Bauch? Ja, auf dem Rücken natürlich. Auf dem Bauch, genau! Ja, was? Du tust so, als wäre Rücken nicht schlimm. Leute, guckt euch das mal an. Ich soll mich jetzt auf diesen Boden legen, der ist nass wie nichts anderes. Leute, ich gehe hier gerade wieder zurück, will weiterfilmen und dann sehe ich auf einmal das. Ben, was machst du da? Kühl dir mal draußen. Digga, du bist wirklich... Digga, einfach so eine Capri-Sonnenpackung aus seinem Fenster hängen. Ich hab vergessen, dass die da noch sind. Ich hab's dann rausgestellt. Sie sind geistig behindert. Wie soll das denn gehen? Darf ich erstmal so probieren? Nein. Ben, hast du was dagegen, mir es zu erlauben, dass ich es erstmal so probieren darf und nicht direkt auf dem Rücken, weil ich will eigentlich nicht eingesaut werden? Nein. Probieren wir mal so. Dann bist du ja nie fertig. Peter! Jetzt komm ich nicht mehr ran. Oh, nein! Ich gebe dir einen Tipp. Versuch's mal mit den Beinen. Mit den Beinen? Problem ist, ich komme jetzt nicht weiter ran. Ich glaube, ich muss das jetzt wirklich mal so probieren, wie Ben mir es gesagt hat. Ey, nein! Also, du machst deine Beine zwischen das Ding und dann hebst du es zu dir und trinkst. Nein. Nein! Nein! Ey, Ben, Alter. Ich sehe das doch schon kommen, Digga. Ich bin wieder voll nass, diese Folge machen. Junge, verdient. Hey. Wegen dir habe ich mich fast eingepisst. Ey, Bruder, wie soll das denn gehen? Ey, nein! Ja, los! Ja, alles! Ja, warte! Ja, ist gut. Ich mache es dir! Oh, ja, nee. Los! Gönn dir alles! Hä? War gut? War schlecht? Digga, das ist so eklig, das kommt alles in die Nase! Da ist doch ordentlich was! Ey, das war nicht so! Ja! Digga, ich kann nicht mehr! Ja, das geht nicht, ich mach ihn weg! Da kommt eh nichts mehr raus! Ey, nee! Verdient! Ich feier dieses Format übelst! Ich auch. Nicht. Nein. Ja. Was auch immer, Mann, mir ist kalt! Ben, ich frag mich, warum muss Ben genau in der Situation, wo wir Nein sagen spielen, so ein Video gucken, dass er auf so eine Idee kommt? Ihr könnt sehen, ich bin komplett nass. Mein Hemd ist komplett nass, komplett durchgenässt, mir ist kalt. Ich muss mich jetzt erstmal umziehen, ich muss erstmal warm duschen gehen, Leute. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Vor allem auch Videos, wo wir solche Challenges machen, wo wir so eine Scheiße bauen. Also, Leute, solche Videos kommen öfter auf meinem Kanal. Also, wenn ihr wirklich Scheiße sehen wollt, krank, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Aktiviert natürlich auch die Glocke. Folgt uns natürlich alle auch auf Instagram. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein.